Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Herzlich willkommen beim Literaturradio Hörbahn. In den kommenden Wochen nehmen wir Sie mit auf eine spannende Reise zur Vorbereitung auf die lange Nacht der Demokratie 2024 am 2. Oktober. Wir stellen Ihnen die Organisationen vor, die sich an diesem bedeutenden Abend beteiligen. Warum es Ihnen wichtig ist, mitzumachen oder welche Gedanken und Motivationen Sie dazu antreiben und was dürfen die Besucher der langen Nacht der Demokratie von Ihnen erwarten? Das möchte ich gerne wissen. Und heute habe ich das Vergnügen, mit Wolfgang Bücherl zu sprechen. Lassen Sie uns gemeinsam mehr über seine Perspektiven und die Beweggründe hinter seinem Engagement erfahren. Hallo, Herr Bücherl, schön, dass Sie hier sind. Hallo, Herr Kulnig. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie doch bitte den Zuhörenden, welche Organisation Sie vertreten und welche Tätigkeit Sie dort innehaben. Ich vertrete die hier in München, die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission hat in jedem Mitgliedstaat Vertretungsbüros, in Deutschland übrigens 3, in Berlin unseren Hauptsitz und dann eben Bonn und München als Regionalvertretungen. Und hier in München bin ich mit einem Team von insgesamt 7, 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind wir dafür zuständig, in Süddeutschland, also Baden-Württemberg und Bayern, die Europäische Kommission und damit auch europäische Politik zu vertreten. Das bedeutet konkret, wir sehen uns als, wir sagen gerne Augen, Ohren und Sprache oder Mund der Europäischen Kommission. Denn wir sind hier erstens mal, um hier im Mitgliedsland mit den Menschen zu sprechen, mit Institutionen, mit den Landtagen, mit Verbänden, mit Bürgerinnen und Bürgern über die Europäische Union, über europäische Politik. Das heißt, es ist natürlich auch unsere Politik zu vermitteln, aber zugleich eben auch alles das aufzunehmen, was hier an Diskussion ist und was wir auch erfahren, um damit darüber auch Brüssel konkret zu informieren. Ja, und uns ist eben sehr wichtig, hier vor allem hier in Deutschland präsent zu sein und auch die europäische Idee und die europäische demokratische Idee zu vertreten. Und das machen wir in verschiedenen, also wir haben viele Kontakte zu Bildungseinrichtungen, wir machen vieles mit Initiativen, wie zum Beispiel jetzt hier auch die Lange Nacht der Demokratie. Wir haben gute und intensive Beziehungen zu den Landesregierungen, zu den Landtagen, zu Verbänden. Und wir haben auch gute und pflegen auch Kontakte zu den Medien, vor allem auch zu den örtlichen Medien, um hier eben eine lebendige Diskussion, eine lebendige Sprache über die europäische Politik und über die europäische Idee hier vor allem in Süddeutschland am Leben zu halten. Wunderbar. Also das ist sozusagen auch Ihr Treiber, bei der langen Nacht der Demokratie dabei zu sein. Ist es diesmal das erste Mal, es gibt es ja schon in Bayern das dritte Mal, soviel ich weiß. Sind Sie das erste Mal dabei oder waren Sie auch bei den vorherigen? Also ich persönlich bin zum ersten Mal dabei, zumal ich ja als Vertreter der Kommission hier erst im März dieses Jahres eben meine Position angetreten habe. Verstehe. Sie vertreten ja die Europäische Kommission. Das heißt, letztendlich gehen in das Gesamtkonstrukt ja eine Menge Informationen ein. Wir haben ja hier eine, Sie haben es ja auch selbst vorhin schon gesagt, eine bayerische, ja eigentlich eine münchnerische Veranstaltung. Ist ja ein Teil davon. Und wissen Sie, ob es Vergleichbares auch in anderen Ländern der EU gibt? Es gibt tatsächlich in anderen Ländern der EU immer wieder ähnliche oder Initiativen auch mit ähnlicher Zielrichtung. Also wichtig ist hier eben vor allem, würde ich sagen, bürgerliches Engagement, bürgerschaft und zivilgesellschaftliches Engagement. Also über das Funktionieren der Demokratie zum Beispiel in Form von Wahlen, regelmäßigen Wahlen hinaus eben hier bürgerschaftliches Engagement auch zwischen den Wahlen und auch
Engagement natürlich auch in demokratischen Parteien etc. zu fördern. Das ist, und wir, für uns ist eben wichtig, wir hatten ja gerade eben die Wahl zum Europäischen Parlament, ja, im Juni diesen Jahres. Und wir als Vertretung waren zusammen mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments, das es übrigens auch hier in München gibt und mit dem wir immer wieder intensiv zusammenarbeiten, eben mit dem und aber auch mit der Bayerischen Staatsregierung, mit dem Zentrum für angewandte Politikforschung, mit der Landeszentrale für politische Bildung, haben wir kooperiert im Rahmen des Europa-Tour-Busses. Über einen Bus, der ausgestattet war mit entsprechenden auch interaktiven Kommunikationsmitteln und Informationen zu Europa und zur Europawahl, eben durch 43 verschiedene Gemeinden hier in Bayern gefahren ist. Und wir waren bei vielen dieser Stops dabei und wir haben dies auch unterstützt, mit dem Ziel, eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen. Es ging nicht darum, für bestimmte Parteien zu werben, sondern es ging darum, natürlich erstmal Europa den Menschen nahe zu bringen, aber eben auch zur Wahl aufzurufen. Und wir waren, glaube ich, relativ insgesamt, können wir recht stolz sein. Wir hatten vor allem in den beiden süddeutschen Ländern eine im Vergleich zu Deutschland überdurchschnittliche Wahlbeteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament. Und aber da sind wir auch schon bei dem Punkt, dass Sie Beobachter sein werden, sondern Sie werden ja auch einen eigenen Stand haben. Und was werden Sie dort den Besuchern zeigen, sagen, vermitteln können? Also wir sind konkret in zweierlei Weise vertreten bei der Langen Nacht der Demokratie. Zum einen, wie Sie schon sagten, ein Stand. Das wird einfach ein Informationsstand sein, wo jeder und jede, die Interesse haben, vorbeikommen kann, mit uns diskutieren kann. Es wird auch Informationsmaterialien geben, Publikationen, alles von der engagierten politischen Diskussion bis zum gemütlichen Plausch ist alles drin. Darüber hinaus werden wir einen Workshop anbieten. Wir haben konkret ein Planspiel entwickelt, das heißt Fabulous Council, ein Rat der besonderen Art, der konkret spielt in einem Fantasieland Naphasia, gibt es eben Zwerge, Gnome, Hexen etc., Naturgeister und Mensch, ich sag mal, Wesen unterschiedlicher Art. Und die alle wollen natürlich glücklich und zufrieden leben und etwas erreichen. Aber sie sind verschieden und sie müssen lernen oder sie sollten lernen, wenn sie etwas gemeinsam erreichen wollen, eben auch aufeinander zuzugehen und zusammenzuarbeiten. Und dieses Planspiel, für das man übrigens keinerlei Vorwissen, weder über die Demokratie, weder über die EU, weder über das politische System in Deutschland braucht, mit diesem Planspiel können Jugendliche, also unsere Zielgruppe sind vor allem die 13- bis 14-Jährigen, können Jugendliche eben lernen, selber ausprobieren, wie geht es, wie kann man in einer Gemeinschaft mit vielen verschiedenen Vorstellungen, was gut und wichtig ist, Kompromisse finden und diese auch umsetzen. Und dieses Planspiel, das vor allem dann natürlich auch dann zum Beispiel für Lehrende in Schulen interessant ist, um es am selbst auch durchzuführen, dieses Planspiel wollen wir bei der Langen Nacht der Demokratie vorstellen. Und dieses Planspiel haben wir übrigens selber hier in der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland entwickelt, zusammen mit Partnern. Ah, verstehe. Also es hört sich sehr spannend an und ich würde ja gern Mäuschen spielen, aber ich muss zur gleichen Zeit ganz viele Interviews machen. Also werde ich vielleicht anderweitig hören, wie es gelaufen ist. Und ich wünsche da auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und vielleicht so langsam zum Ende kommend eine persönliche Frage, nämlich: Was ist für Sie ganz persönlich Ihr größter Wunsch für die Demokratie in Deutschland? Ich wünsche mir, dass wir hier in Deutschland, und ich glaube, dass wir generell durchaus starke demokratische Institutionen haben und auch durchaus ein fundiertes Bewusstsein der Bevölkerung für Demokratie. Also auch im internationalen Vergleich, denke ich mir, stehen wir da grundsätzlich gut da. Aber ich sehe, dass das erodiert. Dass extreme Positionen auf, würde ich sagen, durchaus auch auf beiden Enden des politischen Spektrums, aber vor allem eben auch auf dem rechten politischen Spektrum,
stärker werden und auch, ja, die Illusion verbreiten, man könne einfacher und simpler und klarer und eben auch ausgrenzende Lösungen in einer Demokratie voranbringen. Aber genau das sprengt meiner Auffassung Demokratie oder das, was wir zumindest unter einer pluralistischen und einer vielfältigen Demokratie verstehen. Und genau das wollen wir eben dann auch, das zeigen wir auch in diesem Planspiel Fabulous Council eben, dass wir das in einer Gemeinschaft, einer vielfältigen, einer pluralistischen Demokratie es eben auch möglich ist und möglich sein sollte, gemeinsam Politik zu machen. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Sinn, erstmal, dass wir lernen, dass wir wieder lernen oder weiter es praktizieren, erstens einander zuzuhören, dass wir durchaus auch uns hin und wieder und sei es nur im stillen Kämmerchen fragen, hat der andere dem einen oder anderen Punkt vielleicht nicht so ganz unrecht? Ja? Und dass wir eben dann wir eben dann lernen, einander zu verstehen und dann eben je nach Situation eben dann auch Lösungen zu finden, die für erstens für eine Mehrheit gut und tragbar sind und zweitens die Minderheiten schützen. Denn auch das gehört zur Demokratie und zur pluralistischen Demokratie und auch zur liberalen Demokratie. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres ganz kleinen Interviews und ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch in unserer Sendung. Wünsche Ihnen, Ihrer Institution, natürlich der Demokratie auf jeden Fall und auch Ihrem Projekt oder Ihren beiden Projekten alles Gute. Ich danke Ihnen, Herr König. Wir sehen uns am 2. Oktober zur langen Nacht der Demokratie im Fat Cat in München. Vielen Dank und bis dann. Bis dann, wiederhören. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.